Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Let's Play RimWorld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht weiter mit Wiederaufbau. Nach unserem Raid, den wir hatten letztes Mal, den wir selbst herbeigeholt haben. Ja, und genau deswegen müssen wir ihm die, ne, Standard rastet aus. Genau deswegen brauchen wir schlicht und ergreifend sein Bein. Obwohl, lass ihn alles zerlegen, ist egal. Ist ganz egal. Können wir wieder aufbauen, ne? Der kommt hier nicht so schnell raus. Und dann schnibbeln wir ihm das Beinchen ab und dann wird alles gut. Habe ich gehört. Ja, zerstör ruhig dein Zimmerchen, du Dödel. Oh Gott, jetzt hat er die Tür zerstört. Ja, aber dann ist das halt so. Dann kloppt er halt jetzt noch auf irgendwas ein. So, hat sich beruhigt, glaube ich. Obwohl, warte mal. Ich wollte sowieso mal, das habe ich mir schon länger überlegt. Lass uns doch die Wände hier mit Stahl verstärken. Ich weiß, hier bräuchten wir es nicht, aber dann sieht es sonst doof aus, ne? Und das muss ja nicht sein. Das muss doch nicht sein, dass das doof aussieht. So, der wird jetzt hier 5 Stunden an diesem Sandsack rumdoktern. Das wird fürchterlich. So. Ah, nee, Adrian doch nicht. Stopp! Nein! Das ist Akumas Aufgabe. Der macht das. Sonst niemand. Wenn es jemand schafft, dann Akuma. Jawohl. So, und jetzt liegt er hier. Kann seinen schönen Entzug hier verbringen und wenn es vorbei ist, bis dahin haben wir dann Beinchen für ihn und dann passt das wieder alles, ne? Alles wird gut. Aber Standard muss lernen, dass es sich nicht lohnt, Drogen zu nehmen. Und so lernt das am besten durch Schmerzen. Ah, das ist auch, sieht sehr schön aus, finde ich. Ich glaube allerdings, vielleicht sind wir ganz gut beraten, wenn wir hier nochmal ein bisschen erweitern. Machen wir uns jetzt einen kleinen Zugang. Obwohl, machen wir so. Das hier kommt dann eh weg und dann passt das. Hier vielleicht auch noch ein bisschen verstärken. Und ich bin ja ein Fan davon. Und weil wir jetzt die gepanzerten Türen haben, möchte ich auch überall gepanzerte Türen sehen. Zumindest hier noch. Ach, der Adrian wieder. Das ist auch so einer, du. Oh, wie schön. Ein psychischer Emitter. Toll. Mal wieder. Es ist immer wieder toll. Ich freue mich über alle psychischen Emitter. Da kann man dann so schöne Karawanen losschicken, weißt du? So, Flask. Bobby, Morbius. Nehmen wir Jasmino mit. Ja, nehmen wir Jasmino mit. Obwohl, ich warte noch, bis Wolfi fertig ist. Ich würde gern Wolfi und die Tierchen mitnehmen. Ist nur noch ein Tag. Das halten wir durch. So.
Die Garage ist fertig. Strom ist da. Hier oben müssen wir noch. Ja, ich weiß. Könnten wir einfach so, aber mein innerer Monk sagt mir nein. Und ich höre auf den. Das ist ein guter Kerl. So. Wandleuchten brauchen wir noch. Damit es auch vernünftig ausgeleuchtet ist hier alles. Und dann muss da natürlich auch noch ein Boden rein, ne? Das ist ja logisch. Aber das hat Zeit. Jetzt machen wir erstmal die Fallen wieder. So, also die Tierchen haben jetzt genug zu futtern. Und nächstes Mal holen wir uns irgendwelche Wildlinge für einen Raid. Die haben auch keine Raketenwerfer dabei. So, dann schauen wir mal ein bisschen zu hier. Die machen das prima, finde ich. Oh, es kommen neue Leichen rein. Wie schön. Gleichzeitig aber auch nicht so schön, weil hier muss auf jeden Fall noch ganz schnell die Tür gebaut werden. Just me, du kannst hier schon mal gleich die Artillerie bemannen. Flask holt ganz flotti die einzelnen Sachen. Oh Gott, sie schießt schon. Gut gemacht, Just Me. Sehr gut. Noch greifen sie dich an. Alles gut. Alles prima. Haben wir da einen mit Raketenwerfer wieder? Nee. Oh, warte. Das hier wollen wir treffen. Das ist das, wo es Bumm macht. Sehr schön, Just Me. Gut. Den Horror, der ist horrös, sage ich euch. Ne, warte, da ist einer mit Schild. Die Tür steht, Halleluja. Männer in Sicherheit. Bots in Sicherheit. Abflug. Achso, Just Me schießt gar nicht mehr. Die hat keinen Bock mehr gehabt. Na super. Gut gemacht, Just Me. So, wir machen das übliche. Übliche Strategie. Flüchtlinge und Pando. Wir haben keine richtige Rüstung für Pando aktuell. Das heißt, ihr geht hier rein. Ach, Wolfi? Warum? Wolfi, das ist doch dein Zimmer. Aber ist Wolfi wieder fit? 11 Stunden noch, okay. Oh Gott. Jetzt liegt Wolfi erstmal. Adrian, rette Wolfi. Aha, die wollen hier rein. Nee, wollen sie nicht. Wollen nur klopfen. Die wollen gucken, ob wir sie reinlassen. Wir sagen nein. So, wir können die Tiere leider gerade nicht nach vorne schicken. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir können... Genau. Wow! Das war... Ich würde sagen, das war ein ganz schön heftiger... Angriff. So, ein paar Dörnchen. Brennt ein bisschen, ne? Mensch. Komm noch mal einen hinterher, weil es so lustig ist. Ne, wir bleiben hier. Wir bleiben hier.
Wir bleiben hier und trinken Bier. Hey. Oh, Bill. Bill hat sie zerlegt. So. Wollen wir sie abfangen? Bobby, geh mal ins Krankenhaus. Alles gut bei Bobby, ne? Warum ist das jetzt... Das ist nicht für Gefangene. Was ist denn da los? Ach so, weil sie hier abgerissen haben. Ja, deswegen liegt Wolfie auch jetzt plötzlich hier oben. Alles klar. Ich würde die gerne abfangen. Ich möchte, dass sie leiden. So, ist Reddit gut? Reddit ist vor allem gleich tot. Nee. Oh, Norman möchte bleiben. Kann ich mir Norman nochmal angucken? Brauchen wir Norman? Oh, wir brauchen Norman. Norman! Norman, natürlich, bleib da. Leute, wir haben Norman. Norman wird seine Entscheidung sehr stark bereuen, weil er in den Knast gesteckt wird, um bekehrt zu werden. Aber es wird alles gut. So, wollen wir hier für die Jungs mal die Tür aufmachen? Wollen wir mal nett sein? Just Me, mach das doch mal. Lass sie mal raus. So, dann gehst du hier ein Schrittchen weg. Die anderen haben es noch nicht ganz so gecheckt. Schade. Just Me, geh da nochmal hin. Du machst das hervorragend, Just Me. Ich bin stolz auf dich. Oh Mann, die checken es aber auch wirklich gar nicht, ne? Himmel. Was muss man denn alles machen, damit die endlich da rauskommen? Hör mal auf, Morbius anzugreifen. Ich glaube, mein Schwein pupt. Ihr Schweine. Och, armer Bill. Den hat's ein bisschen erwischt. So. Erledigt. Ach, wir hätten die Tür offen lassen können, ne? Ja. Alles gut. So, Morbius, ab ins Krankenhaus. Und dann... Schwupps. Ran an die Buletten. Arbeiten. Die werden uns nicht nochmal belagern, das sage ich euch. Och, schaut euch das mal an. Wie schön. Hat die Just Me richtig gut gemacht, ne? Hat super geschossen, die Frau. Ach, toll. Den Loot nehmen wir natürlich mit. So, Norman, hey. Norman. Wupp, wupp. Er kann jetzt auch Tiere trainieren, meinetwegen. Kann Norman überhaupt was sonst? Nö. Also, forschen. Forschen um Pflanzen. Das ist Normans Gebiet, glaube ich. Dafür ist er auch schon eingeteilt. Wir müssen ihn allerdings bekehren. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es auch ohne Gefangennahme hin. Ja, das kriegen wir hin. 49%. Easy. Wir dürfen es nur nicht vergessen. So, da sind wir wieder. Ach, guck mal. Doomsday-Raketenwerfer. Den sollte man so nicht herumliegen lassen. So, Just Me. Kriegt eine Aufwertung.
Ja, sind ein paar Tode hier, ne? Kann man nichts machen. Ach, schön. Einfach eine Freude. So, Wolfi, wie schaut's aus? 2 Stündchen noch? Prima, dann können wir demnächst den Dings angehen. Morbius, glaube ich, kommt nicht mit. Also Leonid würde ich als einzigen tatsächlich nicht wollen von denen. Der ist wirklich mies. Der ist unterirdisch schlecht. Bill ist verarztet, oder? Jawohl. Wunderbar. Den Exelchen geht's auch gut. Die futtern wieder fleißig. Standard. Ist im harten, im mega harten Entzug. Ja, aber dann muss er durch jetzt, ne? Dann muss er durch. Ach, schön. Es läuft doch. Es läuft gut, würde ich sagen. Wolfi ist wieder fit, das ist das Wichtigste. Wenngleich ich nicht weiß. Oh, Wolfi und eine Sniper? Ach, du, weiß ich nicht. Ich glaube, wir geben Wolfi lieber so eine schwere MP. Zusätzlich zur Sniper vielleicht. Das ist doch eine Idee. Jo, dann würde ich sagen, stellen wir die Karawane zusammen. Ach so. Entschuldigung. So, Morbius kommt nicht mit. Little B kommt mit. Bobby ist noch nicht ganz fit, glaube ich. Also kommt der auch nicht mit. Der Norman, kann der schießen? Ein bisschen. Komm, Außeneinsatz für Norman. So, wir nehmen mit natürlich die AVs. Wie viel sind wir denn? 5 Leute. 4, 5. Obwohl, wir können die Thrumbos auch mitnehmen, ne? Das eine, das, wobei, wir haben genug kleine Thrumbos. Haben wir da ein männliches dabei? Das ist ein Weibchen. 3 Weibchen, Alter. Und ein Männchen. Ja, da können wir alle Thrumbos mitnehmen. Das ist ja wunderbar. Die Behemoths nehme ich mal sicherheitshalber nicht mit. Die Echsen. Nee, die müssen sich erst fortpflanzen. So, das nehmen wir mit. Wunderbar. Das sollte passen. Norman müssen wir allerdings noch eine vernünftige Waffe geben. Was kriegt der? Eine LMG. Jawohl. Gut. So, kommt wieder gut heim. Kinners. Ihr kriegt das hin. Hoffe ich. Je nachdem, was da für Viecher lauern. Mir schwant Böses. Hi. Leichen müssen noch unbedingt abtransportiert werden. Hier ist die ganze Zeit, wir haben jetzt Tag der offenen Tür.
Norman könnte man noch ein vernünftiges Bett hier geben, ne? Achso, der ist gerade nicht da, deswegen kriegt er kein vernünftiges Bett. Aber bald. Will kann wieder laufen, wie schön. Wir ziehen weiter, dankeschön. Wir haben aber zu tun. Nichtsdestotrotz, danke für das gute Handelsangebot. So, der doktert jetzt auch eine halbe Stunde an dem Ding wahrscheinlich. Nee, nicht mal. Ja, wir müssen echt das Lager vergrößern hier. Machen wir hier doch auch nochmal. Machen wir das doch hier auch noch ein bisschen größer. So und so. Ach komm, und weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind? Dann machen wir das doch richtig, oder? Dann bauen wir das doch richtig aus. Zack. 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 Begegnung. Der Psychic-Emitter. Da ist er. Was haben wir? Alpakas. Naja, die können höchstens ein bisschen spucken. Alternativ ist es einfach nur eine Wildgans. Das ist ja noch schlimmer. Oh mein Gott, eine Wildgans. So. Ah, super. Wir können uns hier einfach reinstellen. Jawohl. Erledigt. Ab nach Hause. Prima. Na, das war doch easy, oder? War doch gar kein Thema, das Teil. So, Stahlschrott. Und natürlich ganz wichtig, den Psycho-Emanator und die Tische nehmen wir auch mit, komm. Wenn sie schon mal da sind, die Tischchen, dann wollen wir die auch haben. Wir haben noch Platz. Also nehmen wir das auch noch mit. So. Alles eingepackt. Ab nach Hause. Easy. Die Tante von Wolfi kommt. Wie schön. Leider ist Wolfi gerade nicht zugegen. Schade. Oh Gott, kriegt der das hin? Naja, er muss. Ist hier mit dem Strom noch? Ach so. Mh. Hey, er hat's nicht verbockt. Der Hammer. Oh Gott, Bobby macht Essen. Nicht gut. Wobei, mittlerweile kann er's. Akuma, du könntest mal mit denen kurz hier labern. Mal gucken. Die haben Bauteile dabei, das ist immer gut. Und Plastahl, das ist auch immer gut. Können wir denen irgendwas... Wir können die Beine, Nieren anbieten, Nieren, Leber, Lungen. Wir haben alles da, ne? Alles vorhanden bei uns. Künstliche Kiefer. Hm? Arcotech Shield Belt. Das sind nice Dinger, aber zu teuer.
Und ich will jetzt eigentlich, obwohl, lass uns mal die Ave-Küken hier verkaufen. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. 1000. So, was kaufen wir von denen dafür? Gold. Nee, wir oh, der Fernseher. Der wäre halt schon geil, der Fernseher. Sind wir mal ehrlich, der wäre geil. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen Verschwendung. Ach, weißt du was? Wir kaufen einen Fernseher hier, das ist jetzt meiner. So. Ich will einen Fernseher haben. Das ist jetzt mein Ultrascreen-Fernseher. Yeah. Wir haben jetzt ein Heimkino. Punkt. Ich habe beschlossen, wir wollen ein Heimkino haben. So. Chef sagt, wir brauchen Heimkino, also gönnen wir uns ein Heimkino. Also ich muss sagen, die Flüchtlinge sind schon ganz nützlich, ne? Wer weiß, die vielleicht auch. Nee. Okay. Gut. Sind sie nicht, aber macht ja nichts. In der nächsten Folge geht's weiter. Mit neuen Abenteuern. Seid wieder dabei. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.